Now I know how to get down on the floor. Experienced in moves you can't ignore. But something about this beat that's got me hooked. Come over here and take a closer look. Für junge Leute ist das Cheerleading oft sehr interessant, speziell jetzt für die weiblichen Personen. Wie wird man Cheerleaderin? Also bei uns in Graz wird man Cheerleaderin, kann man ab 6 Jahren beginnen, bis also Alters, also keine Altersgrenze mehr, also man kann so alt wie man will. Also man kommt am besten einmal zum Tryout, das war leider letzte Woche. Und sonst eigentlich schaut man auf die Homepage unter www.grazchance.com, da stehen unsere Trainingszeiten und da kann man gerne reinschauen, wann wir trainieren und dann einfach vorbeikommen und einmal den Sport einfach einmal anschauen und ausprobieren. This groove has got me way over the sun. I'm dancing like I am the only one. Cause I can't get enough, I can't get enough, I can't stay on the ground. Als amtierende Vizemeister im Cheerleading in Österreich, wie fühlt man sich so? Wie ist das Cheerleading an sich? Ja, es ist eine super Sportart, wo es einfach keine Limits gibt, wo man immer Neues dazulernen kann, immer neue Erfahrungen gewinnen kann. Und heuer in Wien bei den österreichischen Meisterschaften haben wir in dem 2. Platz erreicht und sind sehr stolz darauf und wieder weiter am Training für die nächsten Meisterschaften. Warum speziell Cheerleading beim Football? Ja, so wie zum Football gehört genauso Cheerleading wie Cheerleading zum Football. Und man braucht die Footballspieler und genauso die Cheerleader zum Anfeuern und auch für die Unterhaltung, wenn Pausen sind oder kleine wie Verletzungen am Spielfeld, dann sind die Cheerleader da, die was das Publikum eigentlich aufheitern sollen und einfach ein bisschen Spaß reinbringen in die ganze Sache. Vorgestellt. Left Guard Nummer 64, Baumann Norbert. Center für Nummer 70, Nikolic Ante. Right Guard Nummer 65, Lukas Weber. Right Tackle Nummer 50, Oberbichler Guido. Right Receiver mit der Nummer 7, Überrieger Martin. Right Receiver Nummer 86, Dacia Florian. This time. He's on the 45.
So, das war der erste Versuch der AFC Hurricanes Richtung Endzone der Giants 2. Und der ist auch gut. Damit steht es für die Giants 2-7, AFC Hurricanes 0. Sensationell schnell gesehen von den AFC Hurricanes. Der Obmann selbst hat's gemacht. Ja, inkompletter Bass von den AFC Hurricanes. So, zuerst einmal ein wirklich schöner Lauf. Ein wunderbarer Lauf. Da musste er den kompletten Spielzug unterbrechen und selbst gehen.